So, wir sind schon wieder zurück im wunderschönen Mittelerde. Ah ja, jetzt war es auch schon wieder 2 Tage her, dass ich hier bin. Und ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz orientieren, was denn eigentlich letztens der Plan war. Der Plan war, dass ich das nicht aufsammle, weil ich das nicht unbedingt benötige. Ich weiß ja nicht mehr, was die Belohnung... Was haben wir hier? Brutalize Skill. Hätte ich doch mal da rein investieren sollen. Dann kann ich die Mission wenigstens machen für einen weiteren Skillpunkt. Aber wir haben eine Vendetta. Und ja, die gönnen wir uns natürlich mal gleich. Aber wir haben ja noch einen Haedir, den wir nicht purified haben. Von dem her. So, wir finden hier sogar noch mehr. Was haben wir hier? Eine Shelob Memory und. Wo ja? Da. Noch ein weiteres Ithildin. So, wir haben auch fast alle Haedirs gefunden. So, und dann schauen wir mal, was bei unserem guten Ashgern Thunderlord. Was bei dem guten Kollegen so abgeht. Ja, komm. Ich mische mich nicht in kleine Dispute zwischen dem gemeinen Volk ein. Also hier und da ein Stealth-Kill, um die Specialized aufzufüllen. Schadet natürlich nicht. So, und jetzt schauen wir mal. Er hat instant Bock. Get revenge. An Orc camp is close. Watch for sentries. Alright. Let's go to the demo camp. Was mich auch ein bisschen irritiert ist, dass sie... Da ist er! Level 24! Level 24 und ich habe auch noch kein Intel. Fällt mir gerade so random ein. Das macht alles anders. If I'd known you were coming back, I'd have left more of a mark on you. Ah! Dann sehen wir mal, was du drauf hast. Und wie ich gerade sehe... mein lieber Kicks 2.0, oh shit, verknappt. Bezüglich des Bogens, dass ich nicht durchziehe. Ich weiß nicht wieso. Ich habe sogar noch gedacht, während ich bei dem Kommentar geantwortet habe. Was ist hier los? Ja, Kekse 2.0, danke, dass du mich ablenkst. Was ich meinte, war, dass ich dachte, Headshots sind immer One-Hit, egal ob ich durchziehe oder nicht. Den Bogen spanne. Aber du hattest recht. Ich wurde gerade des Besseren belehrt und er steigt 10 Level auf oder was? Nee, es war Krug de Sadistik. Ich dachte, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, fuck. It's not that easy, is it? So, Krug de Sadistik, der sieht ziemlich cool aus, aber den benötige ich jetzt nicht. Ich will mich einfach nur rächen und ja, worauf ich hinaus wollte, ich habe es jetzt gecheckt mit den Bögen, davor wollte ich es unbedingt checken, ich war so davon überzeugt, wie gesagt, aber ich wiederhole mich bereits, ich hole mir jetzt erstmal ein Intel. So, was weißt du über Ashgarn Thunderlord? Stealth und ein Beast Fodder. Ja, gut. Dann schauen wir mal. Greifen mit Stealth an und exekutieren ihn einfach ein paar Mal hintereinander. Dann sollten wir ihn eigentlich haben. Dann sollte das Ganze kein Problem darstellen. Was glaubst du, wer du bist? Aber ich finde es immer noch gut, dass ich den Bug mit dem Badass aussehen habe. So, da hinten haben wir ihn. Gut. Dann gehen wir diesmal auf jeden Fall ein bisschen mehr sneaky vor. Ich unterschätze das Spiel immer wieder aufs Neue. Aber ich bin ja bis jetzt erst einmal gestorben, von dem her. Ja, ich muss jetzt hier natürlich ganz hoch, um den Altair-Sprung zu machen. Ah, er zielt nicht auf den richtigen. Doch. Jetzt. Und es war ein alter Irrsprung.
Er kriegt auch Damage zum Glück. Komm, ich metz hier gleich mal. Oi, das ist schon wieder. Now there's something you don't see every day. Even in Mordor. Mordor. Ich mag es, wie du es aussprichst. Wo sind die verdammten... Fuck! Oh mein Gott, ich muss mich so konzentrieren. Ey Leute, ich sag's euch. Vielleicht hört ihr es bereits, dass ich heute ein bisschen angeschlagen klinge. War gestern eine lange Nacht und ja. Deswegen bin ich noch immer... Ich dachte... Oh mein... Fuck. Okay. Ey, ich schieb's einfach mal darauf, dass es gestern eine lange Nacht war und ich einfach immer noch ein bisschen, ja, gefickt bin. Ach, bitte nichts Ekliges, Erotisches. Also was heißt, ich meine, wenn ich mir ein Schicksal auswählen müsste, würde ich das Erotische nehmen. Das Erotische würde mir liegen. So. Fuck, Level. Alter, ich will's noch einmal versuchen. Ich will's noch einmal versuchen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie ein... Ja. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie den 1000 Kilo Mann von letzter... Ach, wie schlecht ich halt einfach... Ah, Mann. Ja, auf jeden Fall. Sorry, falls die Folge nicht so enthusiastisch ist. Ich gebe mein Bestes. Ich habe auch Bock, sonst würde ich gar nicht hier sitzen. Aber ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Und ja. Deswegen bin ich vielleicht nicht so enthusiastisch wie sonst. Aber hey, wir gönnen uns jetzt erstmal. Ah, ich dachte. Okay. Ashgarn Thunderlord. Wir haben bereits eine History. Ich meine, wenn er uns jetzt noch ein paar Mal killt, dann ist er Level 60 und Level 60er habe ich oft verkackt, obwohl ich selber Level 60 war. Heißt, ja, wenn wir jetzt noch zweimal sterben, wird das, glaube ich, utopisch. Fuck, 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 where is he at? Da ist er. Fuck, das war ja natürlich Stealth hoch 100, eine Milliarde. Ah, nein, lass mich doch raus. Ey, ich muss... Mein Fehler ist es einfach, dass ich inmitten von 1000 fucking Orks stehe und ich somit keine Chance habe, mich auf ihn zu konzentrieren. Jetzt ist er auch noch enraged. Fuck, 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 fuck. Mich selber? Mich selber? Danke, Alter. Oh, Gott, 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 nein! Nein. Ey, entspann dich, ich muss hier weg. He's enraged, he's angry, he's not kidding around, is he? Fuck. Einfach immer Leertaste drücken, das ist etwas, das es bringt, auf jeden Fall in dem Spiel, das habe ich gelernt. Ja, natürlich. Spawn dir ein paar Homies. Puh, ich muss jetzt kurz ein bisschen inkognito gehen. Ich kann mich leider noch nicht heilen, indem ich andere... Orks. Oh, Kehre. Komm, ab mit. Junge, ey, wir haben es so verkackt. Leute, wir haben ein bisschen, ja, ein bisschen Stress mit Leuten, denen wir Geld schulden. Modo Kusch ist nicht billig. Ah, ich muss ja erst RG. Da ist er. Wenn wir uns jetzt ein 1 gegen 1 liefern können, ey, ich bin dabei. Hör auf, deine scheiß Typen zu rufen. So, jetzt daze ich dich eine Runde. Ja, no one's gonna hear you fucking blow in your damn dickhorn. Er ist enraged. Er ist immer noch. Ne, er ist dazed. Er ist dazed. Ey, verpisst euch. Die anderen zwei, verpisst euch. Ab. Es. Alter. Stress. Wieso heile ich mich nicht? Ich will mich heilen. Wie heile ich mich? Alter, Stress. Okay, wie können wir uns bereits heilen? Haben wir über... Nee. Haben wir, warte mal hier, doch! Eine der ersten Fähigkeiten. Sehr gut. Sehr gut. Dessen war ich mir nicht bewusst. Ich bin mir vielen Sachen nicht bewusst. Alter, seine Armee ist auch schon wieder back. Komm.
Ich schaue gerade, ich bin nicht blöd und laufe im Kreis. Ich schaue gerade mal, wo ich hier am besten hochklettere, ohne dass ich 10 Pfeile in den Rücken bekomme. Alter, so weit hoch wollte ich gar nicht. Was ist das hier? Ist das wieder ein HE? Nein, ist es nicht. Spring da! Ja, jetzt sind wir weit gekommen. Aber ich drain ihn einfach. Oh, Alter! Alter, wie hässlich er auch aussieht. Seht ihn euch an. Seht ihn euch an, wenn das nicht ein schöner Screenshot ist. Beziehungsweise ein schönes Thumbnail. Dann weiß ich nicht, was ein schönes Thumbnail ist. So, da komm. Das sieht doch schön aus. Sieht doch schön aus. Ah, du Drecksack. Bolg. Heißt nicht Bolg auch der eine... Also... Vom Rang her geringere neben Azog, dem Schänder. Aber er ist. Ach komm. Ja, nimm dir deine scheiß Level 1 Rüstung mit deinem Lederkondom auf den Kopf. Oh mein Gott. Oh fucking God. Okay. Freunde, wir müssen uns das überlegen. Entweder ich sammle noch Fähigkeiten, rüste mich ein bisschen auf. Oder ich spiele aber nicht wie ein kompletter Depp. Ich weiß auch nicht, ich spiele nicht wie ein kompletter Depp. Ich spiele bloß manchmal ein bisschen unvorsichtig. Plus, die sind echt krass, die Gegner. Sie sind einfach krass. So, hier haben wir noch ein paar Münzen. Edelsteine. Schadet ja auch nicht. Wo können wir die reinballern? Okay, ja, das... Ja, ist auf jeden Fall nicht billig. Ich glaube, das hier war am besten für Health. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, passt. Wir schauen kurz in die Garrison. Kann ich irgendwie was verkaufen? Was haben wir hier unten? Legendary Training. Haben wir sogar. Oder müssen wir das kaufen? Nee, wir besitzen eins. Was haben wir? Ja. Ich kann euch Destroy for Gear. Ich mache das jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht, ob wir dafür Münzen bekommen oder Gear im gleichen Wert, dass wir hier auch Epic Gear bekommen. Ich habe jetzt hier keinen Tank getötet. Ja doch. Sehen wir auf jeden Fall besser aus. Komm, ich hab's jetzt nicht nötig. Aber nehmen wir uns doch nochmal irgendjemanden. Nehmen wir uns Bonelicker. Ja, er sieht jetzt nicht so besonders aus, aber relativ cool. Grom Kingslayer, der gefällt mir auch zu sehr mit seinem Helm. Er erinnert mich an den dritten Teil. Naruk the Master, er sieht ein bisschen mad aus, auch cool. Ich mag die ganzen Charaktere. Pushkrim the Kobslick, er sieht auch individuell aus. Er sieht ein bisschen mad aus. Er ist auf jeden Fall motiviert. Muse the Brewer. Ey, komm, keiner braucht Bier im Mordor. Außer die Orks. Rohirrim. Dagger. Haben wir. A stealth kill an enemy while mounted on a Caragor. Das haben wir. Perform a perfect last chance. Die Möglichkeiten haben wir noch gar nicht. Also was heißt Möglichkeiten? Die Möglichkeit haben wir noch gar nicht. Können wir uns eigentlich schon jemanden als Verbündeten holen, ist gerade die Frage. Wenn, dann hätte ich gern den... Nee, nicht den Heart Eater. Wer war's denn? Der Heart Eater sieht dann natürlich auch badass aus. Tarts the Tiny. Nein, ich will... Wo ist mein... Krako und Tang. Wahrscheinlich ist er ein Dichter, ich weiß nicht. Bolg, the maddest one. Komm, ich nehme ihn jetzt. Kann ich ihn deployen? Ich glaube, ich kann ihn... Ja, scheiße gelaufen. Ich kann ihn noch nicht deployen. Heißt, wir sind auf uns alleine gestellt, deswegen... Nein, nicht deswegen, aber ist auch ein Grund dafür, dass es uns gerade schwer fällt. Ab mit euch. Und ich brauche, was eigentlich das Wichtigste ist. Dann kann ich einfach nur noch auf Zeit spielen, wenn ich durchs Kontern töten kann. Stelle ich mich dahin, Konter ein paar Mal geschickt und schon sind sie im Arsch. So, aber bevor der Part jetzt zu Ende ist, gebe ich ihm noch einen Try.
Wenn ich jetzt dreimal gegen ihn verkackt habe, ich glaube, es waren dreimal, Fahrzeit ist mir, wenn ich immer noch ein bisschen verplant bin. Ich will auch aufhören, alles immer zu relativieren und mich recht zu fertigen. Da ist er! Ja, toll! Toll! Ich wollte natürlich, ja. Mit Sneak Attack ist jetzt natürlich nichts, aber... Ja. Auch meine Frage an Keks und den netten Revolutionary Beats. Hättet ihr Bock, dass ich streame? Ich hab's bestimmt schon mal im Video erwähnt. Ich weiß, ihr habt es mitbekommen habt. Jetzt gehen mir die anderen Typen schon wieder auf den Sack. Nein. Er sieht krass aus. Er sieht wie so ein Ork-Joker. Und ich bin schon wieder in irgendeine scheiß Falle rein. Ist nicht cool. Und jetzt... Nein! Nein, ich dachte, jetzt bin ich wieder fucked. Alter, was soll ich machen? Freunde, ein enttäuschender Part. Ah, ich lebe noch, too easy. Doch noch nicht ein enttäuschender Part. Komm. Jetzt mache ich das Ganze hier wieder wett. Es sind so viele. Ich muss abhauen, Mann. Oh! Ich bin... Ach, ich dachte schon, es zählt nicht mehr, Alter. Ey, meine Nerven. Ich muss einfach Distanz aufnehmen. Mit seinen 1000 Gefolgsleuten habe ich natürlich keine Chance. Kann ich ihn aus der Ferne... Ja, danke. Sonst kommen sie einfach hoffentlich alle nacheinander hoch. Aber ich bin noch... Ja, gut. Oh, dann verliere ich auch meinen Damage-Fortschritt. Das will ich eigentlich auch nicht. Was ist das denn? Was war das? Ihn wollte ich nicht... Alter, no. No way, Leute. No fucking way. Leute, ich glaube, ich muss was spielen bei irgendein Game, bei dem ich mich nicht konzentrieren muss. Das ist hier... Ich feier's. Also ich... Ey, ich hör auf, mich jetzt zu rechtfertigen. Ich bin, ja, noch ein bisschen im Arsch. Ich bin ganz offen. Von dem her, nehmt es mir nicht übel, wenn der Part hier ein bisschen, beschissen war, weil wir eigentlich immer gestorben sind und nichts gerissen haben. Aber ich bin mir sicher... Nächstes Mal, er verzieht sein Gesicht schon, wird es besser laufen.